Bis 1885 musste man mit so einem Winkelhaken und einzelnen Bleibuchstaben den Satz zusammensetzen. Mühselig. Man brauchte 6 Setzer, um einen Drucker zu beschäftigen. Und so haben viele Leute eben versucht, eine Maschine zu bauen, die dieses mühselige Handsetzen ablöst. Denn man muss sich ja vorstellen, nach dem Drucken musste man den Satz sauber machen und wieder die einzelnen Buchstaben in den Setzkasten ablegen. Ja, und die Erfinder, die versucht haben, diese Maschine zu bauen, sind gründlich gescheitert. Es gab damals tragische Situationen. Ganze Familien wurden ruiniert, weil natürlich alles Geld in diese nicht funktionierende Maschine gegangen ist. Es gab berühmte Beispiele. Ein gewisser Herr Clemens, den kennen Sie unter Mark Twain. Er hat selber ja Schriftsätze gelernt, hat einmal einen Mechaniker beauftragt, eine Maschine zu bauen. Und dieser Mechaniker ist damals tatsächlich zum Ziel gekommen. Aber seine Maschine war so teuer, dass sich das niemand hat leisten können. Die soll heute noch an einer Universität in Amerika stehen. Dieser Herr da oben, der hat es geschafft. Ottmar Mergenthaler. Ottmar Mergenthaler ist der Sohn eines Schulmeisters aus Hachtel. Hachtel, das ist heute ein Stadtteil von Bad Mergentheim. Dieser Schulmeister hatte wenig Geld, aber viele Kinder. Die Frauen, die Mädels hat man verheiratet, das war damals so, da hat man nicht danach gefragt, liebst du ihn oder liebst du ihn nicht. Die Jungs kamen in der Großfamilie und wurden dort untergebracht, weil dann fiel kein Lehrgeld an. Und der Mittlere war der Ottmar, der kam zu einem Großuhrmacher in die Lehre, hat also Turmuhren gebaut, Schuluhren und repariert. Als er aber mit der Lehre fertig war, hat er keine Arbeitsstelle bekommen. Nun, unser Ottmar hat sich da nicht schrecken lassen, hat sich überlegt, was kann ich jetzt tun? Und er hat sich erinnert, dass er einen Vetter hat in Amerika, in Baltimore. Und dorthin ist er ausgewandert. Dieser Vetter hatte eine kleine Maschinenfabrik oder sagen wir, eine bessere Werkstatt. Und dort haben sie zunächst Versuchsmuster für Patentanwälte und fürs Patentamt gebaut und solche kleine mechanische Aufgaben. Bis das Problem an ihn herangetragen worden ist, eine Maschine zu bauen. Und er hat also dann die erste Setzmaschine gebaut, die einwandfrei funktionierte. Und das ist hier so eine Maschine. Eine sehr alte, die ist über 100 Jahre alt, Baujahr 1912. Was macht diese Maschine? Diese Maschine hat zwar eine Tastatur, ist aber keine Schreibmaschine, denn eine Schreibmaschine beschreibt ein Blatt Papier. Diese Maschine hier sorgt dafür, dass ein Druckstock entsteht. Sie gießt solche Platten, Zeilen, und auf dieser Zeile ist ein Text. Das heißt, mit Vorlage dieses Druckstockes hier konnte man jetzt 30.000, 40.000 Bögen Papier bedrucken. Das heißt weiter, jetzt war es plötzlich möglich, billige Bücher herzustellen. Taschenbücher, billige Zeitungen. Denn um einen solchen Satz hier herzustellen, brauchten geübte Schriftsetzer, das heißt genauer sprechen wir jetzt vom Maschinensetzer, vielleicht eine halbe Stunde. Wie funktioniert diese Maschine? Wir haben hier ein Magazin. In diesem Magazin befinden sich solche Messingblättchen, die Gießform. Die Gießform enthält 2 Buchstaben, mager und fett. Das heißt, wir können einen normalen Text setzen und eine Hervorhebung. Ich mache jetzt die Maschine an. In unserer Tastatur sieht aus wie eine Schreibmaschine, ist natürlich keine Schreibmaschine, können wir etwas schreiben. Aus dem Magazin fällt dieser Buchstabe heraus, den ich angetastet habe.
Wortabstände geschehen mit solchen Keilen, die hier gelagert sind. Ist die Zeile gefüllt, kontrolliere ich hier an der Vorderseite, ob irgendwo ein Rechtschreibfehler aufgetreten ist. Wenn alles in Ordnung ist, wandert die Zeile jetzt nach oben, dann hier rüber, dann nach unten. Dort wird sie gegossen und als fertige Schriftzeile ausgestoßen. Anschließend wird aufgeräumt. Die Wortabstände kommen hier rüber und die Matrizen werden wieder in das Magazin automatisch zurückgeführt. So dass die Buchstaben und die Gießformen praktisch sofort wieder zur Verfügung stehen. In dem Magazin befinden sich jeweils 10 Buchstaben, Gießformen. Ausnahme, das E und das N wird häufig gebraucht, da gibt es 2 Kanäle. Hier sieht man, wie die einzelnen Matrizen aufgereiht sind. An diesen Stellen hier wurde der Buchstabe noch nicht gebraucht, deswegen sitzt er noch eins weiter oben. Während des Gießvorgangs schiebt der Ausstoßer die Zeile hier heraus und stößt sie dann auf dieses Ablageblech. Man kann hier verschiedene Schriftbreiten einstellen, so dass man verhältnismäßig schnell verschiedene Schriftbreiten zur Verfügung hat. Thank you.